Hören Sie mal, das ist doch eigentlich eine Unverschämtheit. So mir nichts, Ihnen nichts, hier heraufzukommen. In alles stecken die Berliner ihre Nasen. Ihre Mobilfunknummer war mir leider nicht bekannt, sonst hätte ich mich sicher durch eine SMS angemeldet. Das sind doch faule Ausreden. Nun hören Sie mal, Sie alter Kronensohn. Wie heißt denn hier die Luftstation? Das wissen Sie nicht. Sagen Sie es ihm schon, sonst dichtet er weiter. Und die Folgen sind dann nicht abzusehen. Theophil, ich glaube, die verkohlen dich. Das kommt mir auch so vor. Wo wir hier sind? Auf dem Mond. Ha! Das trifft sich ja großartig. Genau da wollten wir ja gerade hin. Bedauere, hier ist alles überfüllt. Was? Überfüllt? Jetzt bei Vollmond? Das muss bei Halbmond ja eine schöne Drängelei geben. Was machen Sie denn dann? Dann erhöhen wir die Bodenpreise. Ach so. So ein Gauner. Was machst du denn da? Eben habe ich der Siegessäule auf den Kopf gespuckt. Das ist ja eine sehr interessante Beschäftigung. Aber deshalb sind wir eigentlich nicht hier raufgekommen. Vor dem alten Mondschieber müssen wir uns in Acht nehmen. Der ist wahrscheinlich Vertreter einer Wohnungsgesellschaft und will die Preise treiben. Jetzt rufen Sie mir mal den Geschäftsführer. Ich will den Chef selber sprechen. Wir haben keinen Chef. Das hier ist nur der stellvertretende Generaldirektor. Na. Generaldirektor? Das hat man von euren verrückten Ideen. Einmal auf den Mond gefahren und nie wieder. Panike, komm du mir mal nach Hause. Mit der Luftbummelei ist jetzt Schluss. Ein für allemal. Sonst gibt's Sauret. Theophil, die Dame hat's raus, wie man euch behandeln muss. Von jetzt an gibt's auch Saures. Die Alte schmeiß ich raus. Sie, junge Frau, solche Moden werden hier nicht eingeführt. Hier gibt's nichts Saures, meine Süße. Das ist doch Theophil sein Organ. Theophil! Die Pusebach aus dem Tiergarten. Theophil! Verraten Sie mich nicht. Wir sprechen uns später. Theophil, du gemeiner Kerl. Leiser. Theophil, du gemeiner Kerl. Stiller. Du sag bloß noch Salamander, dann kriegst du aber ein Ding. Entzückend sind Sie, mein Fräulein. Und was Sie für schöne blaue Augen haben, besonders das eine. Die Herren bleiben sich doch stets gleich. Ob auf der Erde, ob auf dem Mond. Wie wäre es mit einem kleinen Imbiss? Tun Sie sich keinen Zwang an. Ihr braucht nicht mal klein zu sein. Für so seltene Gäste wie Sie ist immer etwas da. Ein reizender Mensch. Der könnte mir gefährlich werden. Wie schaffe ich mir nur die Gesellschaft vom Halse? Ach was, ich setze sie fest und schiebe sie ab. Wer pfiff denn da? Sie werden gleich sehen, warum ich pfoff. Kinder, Türmen, Polenten!